Willkommen auf meinem Kanal. Hört sich doof an. Hallo. So, ich habe bei Moonshine Nails was gewonnen. Habe bei den Gewinnspielen mitgemacht und habe ein Gele von Laura Aletta gewonnen. So, die packe ich jetzt auch mal aus. Ne? Und stellt sie hier hin. So, das sind die Gele von, was ist denn da jetzt alles auf dem Tisch? Das sind jetzt die Gele von Laura Aletta. Sind auch Farbgele dabei. Dann fangen wir mal mit den Farbgelen an. Das sind drei Stück. So, dann gucken wir mal. Mal sehen, ob man das sehen kann. Color Gel Star G27. Dann gucken wir mal. Ui. Okay, das gehört da rein. Brauchen wir eine Pinzette. Mit dem Finger geht es jetzt so richtig. Na. Ui, das sieht schon mal schön. Ui, ein schönes blaues Glitzergel. Das sieht schön aus. Fangen wir mal mit dem an. Das sieht so aus im Tiegel. Gucken wir jetzt mal. Und Glitzergele sind eigentlich immer cremig. Ein schönes blaues Glitzergel. Kann man auch als Effekt über ein Make-up-Gel oder ein Camouflage-Gel drüber machen. Würde auch sehr gut aussehen. Dann unterm Aufbau und etwas dicker, dass es deckender ist. So. Machen wir mal in die Lampe. Brauche ich noch ein bisschen. So, Dalle. Das war dann die Nummer. Moment. G27. So. Dann haben wir hier die auch von Star. Die G. Na, 26. Das ist die 27. Gehen wir zu 26. Immer wenn man sie gebrauchen kann, überall fuddeln. Fuddeln, fuddeln, fuddeln. So, ui, ein Grün. Voilà. Ein schönes Grün. Deckel weg. So ein Grün mit verschiedenen Glitzerfarben. Ich glaube, wenn es verschieden sind, ist es Multicolor oder wie man dazu sagt. Oh, Entschuldigung. So, gucken wir mal hier. Auch cremig, klar. Sieht man überhaupt was? Ja. Können wir auch als Topper nehmen oder wie gesagt, unterm Aufbau. Sieht schön aus, gell? Mal ein bisschen dicker. So hinkriegen. Ob wir das überhaupt hinkriegen, weil heute sind wieder so Tage, wo man sich am besten versteckt.
Aber wir packen das. Wie das funkelt, funkelt, funkelt. Funkel, funkel, funkel. So, sieht einmal so aus. Das funkelt ohne Ende. Das war dann die G26. G26. Dann haben wir noch ein Colorgel. Ah, das ist hier. Da steht gar nichts drauf. Da steht nur Colorgel Classic Line. Hier. Die G26 aus der Star-Serie. Gucken wir mal jetzt nach der. Ui, das scheint ein Orange. Ja, so ein Orange. Orange. Denke ich mal. Gucken wir mal. Auch sehr cremig. Wenig, glaube ich. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Glitzer im Pinsel. Aber es macht ja nichts. Mal ganz einfach. In zwei dünnen Schichten wäre es besser aufzutragen. Ja, in zwei dünnen Schichten, dann ist es auch nicht so streifig. Können wir ja gleich ausprobieren. Können wir gleich ausprobieren. Ja, was hätten wir dann noch? Einmal ein Phasenaufbaugel mittelgroß klar von der Classic Line. Kann man dann auch mal reingucken. Ui. Moment. So aber nicht. Brauche ich jetzt. Na, wo sind wir dann? Hier. Klares Gel, mittelviskos. Und ja, zieht sich glatt. So, jetzt machen wir hier noch mal die zweite Schicht drauf. Wieder ein Glitzerstück drin, aber macht ja nichts. Ich würde sagen orange. Und das hätten wir wieder aus. Dann gucken wir mal nach den anderen Gelen jetzt. Wie gesagt, das ist einmal das. Der Klassiklein. So, dann haben wir hier wieder ein Phasenaufbaugel, mittelviskos, violett. Gucken wir mal, violett. Und ja, es ist violett. Muss gerade mal auf die Seite tun. Gucken wir mal, ob sie es glatt sieht. Oh, mein Hund kommt vom Spaziergang, Entschuldigung, vom Spaziergang zurück. Und es zieht sich glatt. Und ist auch violett. So,
Dann haben wir noch, Moment, jetzt muss ich gerade mal sauber machen, noch zwei Gele. Ja. Das ist dann nochmal, dann haben wir noch ein UV-Gel, Cover, Aufbaugel, Make-up-Gel. Gucken wir so einen Farbton. Wenn ich mich nicht gerade heute versau ohne Ende. Ja, das ist auch mittelviskos. Und ja, es zieht sich auch glatt. Schöne Farbe. Und jetzt kommen wir zum letzten Gel. Bin ich wieder fast aufgemacht. Ein UV-Gel Cover Light. Aufbaugel Make-up. Das andere ist gar nicht richtig zu, habe ich gerade gesehen. Ja, da steht nur Cover bei dem einen. Moment, aufmachen. Das ist etwas heller. Auch mittelviskos. Und zieht sich auch langsam glatt. So. Und das war es eigentlich von meinem Gewinn bei Moonshine. Jetzt fällt alles um. Toll. Von Moonshine Nails, wie gesagt, einmal das Cover Light. Da ist eine Chargennummer, sofern sie scharf stellt. Moment, ah, jetzt. Mit der 022019. Ist alles von Laura Aletta. Ein UV-Gel, Make-up-Gel, Cover. Mit der Chargennummer 022019. Hm. Stehen überall die gleiche Chargennummer drauf, auch gut. Ne, nicht überall. Bei dem Einphasen-Aufbaugel Mittelviskos Violett steht hier die Chargennummer 042019. Und bei dem Einphasen-Aufbaugel Mittelviskos Klar Classic Line steht die 072019. Und dann haben wir die Farbgele. Einmal von der Star, Color Gel Star, die G27. Das war diese schöne Blau. Dann haben wir von der Color Gel Star die, na, G26. Das war einmal das Grün mit Multicolor-Glitzer. Und dann haben wir ein Color Gel Classic Line. Da steht gar nichts drauf. Das war so ein Orange. Ja, so ein Orange. Ja, das war mein Gewinn. Ich habe mich auch sehr gefreut, weil Laura Alle, da kenne ich noch nicht die Firma. Das ist gut, dass ich es dann gewonnen habe und ausprobieren kann. Ja, das war es eigentlich. Vielen Dank für meinen Gewinn an Moonshine Nails. Über ein Abo würde ich mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.